Und herzlich willkommen zurück zu unserem Video. Nicht wundern, dass wir das gleiche anhatten wie bei dem letzten Video, als wir zusammen gemacht haben. Ich bin nur aber am Wochenende hier. Ja, Linny hatte eine Videoidee. Was hatte Linny denn für eine Videoidee? Ja. Sie wollte mich schminken. Ja. Erst wollte sie mich blind schminken. Da das in einer kompletten Katastrophe ausgeartet wäre, haben wir uns auf einen Kompromiss geeinigt. Und zwar haben wir für jede Kategorie, was heißt wir, ich habe quasi meinen halben Schminkschrank mit hierher genommen und haben jetzt Zettel gemacht, wo Linny dann ziehen darf und das muss sie dann benutzen. Und ja, sie hat 3 Joker, wo sie mich fragen darf, was sie machen muss. 3 Stück. Und ich würde sagen, lang genug erklärt und wir legen jetzt direkt. Mal los! Gut, Linny! Also, die erste Kategorie ist Primer. Wie gesagt, ich habe hier Zettel und sie darf jetzt ziehen. Also, mit Primer, ich habe nur einen. Und zwar ist das von Essence der Prime Plus Studio Mattifying and Pore Minimizing Primer. Brauchst du echt jetzt schon den Joker? Einen Tipp gebe ich dir, man trägt es mit der Hand auf. Und es heißt Pore Minimizer. Pore heißt... Also es heißt Pore. Wo hat man Poren im Gesicht? Oh wow, es geht schon super los. Und nur ein bisschen, okay? Nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Okay, also leg los. Wow, ich bin gespannt. Okay, die 2 Zettel können wir schon mal weg tun. Nicht nur du. Ich habe keine Ahnung, wie Angst ich habe, wie ich nachher. Also, sie ist anscheinend schon fertig mit Einarbeiten. Gut. Kommt jetzt schon mal weg. Nächste Kategorie ist Foundation. Wie ihr wisst, ich trage eigentlich keine Foundation, das machen wir danach. Und ich habe hier 2 Foundation, zwar von Essence die Insta Perfect Foundation, einmal in der 10 und einmal in der 20. Die 10 ist mir ein bisschen zu hell, die 20 ist mir ein bisschen zu dunkel, das heißt 15 wäre das, was wir brauchen. Und jetzt zieht Linny mal. 10. Es ist die 10, also wir werden ein bisschen zu hell. Und zum Auftragen hat Lynn auch 3 verschiedene Möglichkeiten. Und zwar einmal Pinsel, einmal diese wunderschönen... Könnt ihr das sehen? Ich wusste gar nicht, dass es was gibt. Und dann eben einen Beautyblender. Beautyblender. Okay, also mit einem Beautyblender, das ist doch schon mal schön. Also Make-up müsste sie können, weil sie in der Garde ist. Und dann schminken die sich regelmäßig. Und sie sieht total dick aus gerade in der Kamera. Ist mir aber egal! Ich bin nicht... Bitte kein Hate. So, also Linny macht mir Make-up drauf. Ich komme mal ein bisschen näher dran. Sie ist immer am Lachen. Ich mache gar nichts und sie lacht. Übrigens, ich schaue mir das erst am Ende an. Der Viewfinder ist zu weit weg, damit ich es jetzt schon sehen könnte, was sie tut. Okay, also Lynn ist fertig, sagt sie. Okay, gut. Wir glauben ihr das jetzt mal. Ich bin aber überlegen, ob ich euch noch ein bisschen... Warte, ich versuche nicht in den Viewfinder zu schauen. Zoom mal noch ein bisschen näher ran. Oh, ja, das ist doch besser. Das ist doch besser. Ich habe übrigens nicht reingeschaut. So, das nächste ist ein sehr deckender Concealer. Ich habe ihr vorhin noch erklären müssen, was Concealer ist. So nett war ich. Und da ich nur diesen einen habe, und zwar ist es von Catrice, der One Drop Coverage, ich muss ein bisschen näher rankommen, Concealer, haben wir hier auf den Zetteln viel wenig oder ohne stehen. Oh, ich weiß was. Oh, shit. Okay, ich werf Cakey. Schön. Das Ding heißt One Drop. Okay? Ich glaube, du weißt, was das bedeutet. Also, es hat so eine Pipette und das gibst du dir erst auf die Hand und dann tust du es drauf, okay? Okay. Weißt du noch wo? Okay. Ja.
Okay, warte, ich mach hier mal ein bisschen Platz. Oh, feier. Oh, ich darf mir ja nicht ins Gesicht passen. Es ist dunkler. Verdammt. Schön ausblenden. Ich schaue total alt aus, als hätte ich 18 Jahre nicht geschlafen. Außer du blendest es so aus, dass man es fast nicht mehr sieht. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Es geht. Das ist sehr ermutigend, wenn sie sagt, es geht. Also, als nächstes, sie sagt, sie ist fertig. Und bist du dann jetzt erstmal durch? Als nächstes kommt Abpudern. Das kriegst du, glaube ich, hin. Oder? Das kann ich. Ist der groß? Also fürs Pudern nehmen wir das, also kennt ihr sowieso. Das zeige ich euch ständig, mein Essence All About Matte Puder. Machst du es nur unter die Augen? Über und das jetzt. Ja. Ja? Ich frag dich bloß. Ja. Ja, okay. Gut, wenn du sagst ja, dann okay. Dann machen wir als nächstes Kontur. Da habe ich tatsächlich nur eine Sache. Okay, also dann nehmen wir jetzt hier das Trended Up Face Contouring Set. Ja, das ist es. Ja? Ich habe überlegt. Ihr kriegt es nicht auf. Bist du zugeklebt oder was? Also, dafür brauchst du einen anderen Pinsel. Den hier. Steht ja auch drauf, welche Farbe dafür gedacht ist. Gut, also Kontur. Was musst du machen? Was muss ich machen? Da. Das ist Highlighter, mein Schatz. Willst du einen Tipp? Da. Willst du einen Tipp? Das hier. Das ist die Wangenknochen. Okay? Ich helfe dir ein bisschen. Ich mache einen Fischmund und wo das dann reingeht, dann musst du es hinmachen, okay? Immer schön verblenden. So, als nächstes kommt Bronzer. Alter, das Ding ist ja kaputt. Warum sagst du mir das nicht? Das Ding ist kaputt. Okay, da haben sie wieder zwei Varianten. Einmal eben dieses Set, was wir gerade hatten. Und dann noch ein sehr kaputtes Essence Sun Club Matte Bronzing Powder. Das soll angeblich nach Kokos riechen. Und sie hat schon Hit the Pen, also okay. Also wir nehmen wieder meins. Es war wieder trended up. Dann tun wir das hier wieder zur Seite. Und dann brauchst du einen Bronzer, weißt du? Ja. Nimm einfach wieder den großen Puderpinsel her. Oder dann kannst du auch deinen her. Dann bronz mal los, ne? Ich bin dann nicht mehr ganz so weiß. So komisch von einer 14-Jährigen geschminkt zu werden. Ich hab keine Ahnung. Vor allem Full Face. Ich mach selber nie Full Face und sie macht mir jetzt ein Full Face Make-up. Ich hab sie gefragt, ja, denn was willst du da machen? Nur Augen oder? Nö, nö, wenn dann schon alles. So, okay, alles klar. Passt schon. Sie selbst nie. Ja, sie schminkt sich selbst nie. Das stimmt. Vielleicht ab und zu ein bisschen Lipgloss, aber das war's. Okay, das wäre dann schon Bronzer. Das heißt, wir kommen jetzt schon zum Blush. Und da habe ich auch drei verschiedene Varianten. Einmal von Benefit, von Essence und von BH Cosmetics. Das war schön. Ja. Essence. Es wird der Essence. Und zwar ist es der Essence Matte Touch Blush in der Farbe 40 Blossom Me Up. Und dann kriegst du einen Blush-Pinsel. Der hat Sterne. Mhm. Okay, willst du Highlighter jetzt schon machen oder ganz am Schluss? Zum Schluss. Zum Schluss. Okay, dann kommen wir auch schon zu den Augen. Ich prime mal schnell meine Augen, weil dafür haben wir nichts gezogen. Ah ne, wir haben noch Augenbrauen, Kind. Wir müssen ja noch Augenbrauen machen. Ah, oh, Gott. Ups. Kann ich dir irgendwie helfen? Nö, mir ist nicht mehr zu helfen. Okay. Also. Augenbrauen habe ich drei verschiedene Varianten. Einmal sowas, also eine Pomade. Das ist das hier. Das ist von Rival de Loop. Das wurde ja sehr gehypt. Dann einfach ein Augenbrauenpuder. Und dann meine Go-To-Kombi mit zwei verschiedenen Stiften. Habe ich dich jetzt gehauen? Nicht, oder? Nein, nur fast. Und jetzt schauen wir mal, was rauskommt. Gel. Gel. Oh, weia. Das Gel ist sehr gut pigmentiert. Kind, bitte pass auf. Hier ist der Pinsel, der dazu gehört. Lynn macht mir jetzt meine Augenbrauen mit Augenbrauengel. Wow. Ich habe gar keine Angst oder so. Okay, viel Spaß dabei. Was ist denn hier los? Wir filmen. Jetzt schon? Ja. Live gerade? Ja. Ich mach keinen Mist jetzt. Das war übrigens gerade Nick. Falls ihr im letzten Video aufgepasst habt, wisst ihr, wer Nick. Kluges Kind. Also Nick hat noch nicht gelacht, als er reingekommen ist. Also so schlimm kann es ehrlich gesagt noch nicht ausschauen. Weil er ist der Erste, der einen auslacht. Dann werden Augenbrauen auch... Jetzt prime ich meine Augen. Und jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Ah, Lidschatten!
Also ich habe hier einmal die BH Cosmetics Love in London, dann meine Lieblingspalette, die Hattie Palette und die Take Me Back to Brazil Palette, die komplett kunterbunt ist. Und das wird die Bunte, natürlich wird es die Bunte. Okay. Ich habe an die Augen. Also sorry Hattie, wir gehen mal wieder. Also Take Me Back to Brazil, ich möchte es euch nur mal zeigen. Ich schaue extra jetzt nicht in den Spiegel rein. Ja, Kind, viel Spaß. Also, ich habe hier ein paar Pinsel dabei. Ich habe noch nie angeschminkt. Ja, das ist ermutigend, danke dafür. Ich krieg's von der Seite nicht mehr raus. Das muss ich von der anderen Seite rausholen. Also, sie hat ein paar Pinsel zur Auswahl. Das nicht, das ist ein Highlighter-Pinsel. Das ist ein Zauber. Okay, also du hast diese Pinsel. Wenn du bei meinen Videos ein bisschen aufgepasst hast, weißt du, was ist. Hättest du deinen zweiten Tipp? Ja. Die großen ausgefluften sind zum Ausblenden. Wenn du viel Pigment haben willst, dann machst du sowas. Das ist zum Beispiel, wenn du es auf Sleep machst. Aber zum Ausblenden nimmst du sowas Fluffiges. Wie hier zum Beispiel. Das ist zum Beispiel hier Außenwinkel, wenn du es dunkel haben willst. Die sind zum Blenden. Ich weiß eh schon, dass sie in das Blaue. Ich hab's gewusst! Als hätte ich's gewusst! Ja, gut, es wird ein blauer Augenlook, alles klar. Den hat sie sich. Wir haben gestern Hatties Video angeschaut. Ich bin mal schwer davon überzeugt, dass sie versucht, das zu imitieren, was wir da gestern gesehen haben. Okay, let's go. Ich lache die ganze Zeit. Das ist gerade erst angefangen, so schlecht kannst du noch gar nicht ausschauen. Wow, ey. Nein, aber... Du wirst immer dunkler. Nicht heller, sondern immer dunkler werden. Wo willst du es hinmachen? Oh, ja. Ja, wo? Willst du nur hinten dunkler werden? Ja, da. Das ist da außen. Dann musst du einen kleineren Pinsel nehmen, weil sonst machst du es gar nicht komplett in den. Boah, hat mich jetzt gerissen. Alles gut. Ich hab nur nicht gerechnet, dass es jetzt wiederkommt. Ah, Trick 17, mischen. Gut aufgepasst bei Hattie, sehr schön. Nur unbedingt eine schimmernde Farbe aufs Lid haben wir jetzt Cheat Me und du darfst die haben. Also, ich habe ihr gerade angeboten, dass sie eine von den Farben hier benutzen darf, um es aufs Lid zu setzen. Ich weiß eh schon, welche sie nimmt. Bin ich sehr viel. Bin ich sehr viel, was jetzt? Sehr viel, glaube ich. Fertig? Aha. Machst du nur oben oder machst du unten auch noch was? Nur oben. Hier nichts? Da. Ich frag dich. Brauchst du nochmal die andere, oder? Ja, die ist da. Okay, also sie sagt, sie ist mit Lidschatten fertig. Oder willst du hier auch noch was reinsetzen? Oder machst du es dann mit dem Highlighter? Ja, ich hab einen Highlighter. Alles klar. Also Lidschatten ist erledigt. Als nächstes kommt Eyeliner. Sie sagt, sie kann Eyeliner super ziehen. Ich habe natürlich meinen heißgeliebten schwarzen. Dann habe ich einen, der lustigerweise zu dem Look passt, einen blau. Und dann habe ich eben hier den weißen. Ich schaue extra nicht in den Viewfinder. Welchen willst du denn jetzt? Den? Blau. Wow, was für ein Zufall. Okay, also sie darf mir einen blauen Eyeliner. Du kannst auch machen wie Hattie da oben oder normal machen, wie du möchtest. Ich habe noch nie mit einem so... Mit dem Fressen hier gemacht. Ich hab nur einen Stift gemacht. So, jetzt wird's witzig. Okay, ich versuche mich nicht zu bewegen. Übrigens, das ist der Crystal Crush Eyeliner von S. Stopp! Was machst du? Wie siehst du aus? Ja. Naja. Okay, naja hört sich sehr vielversprechend an. Okay, dann haben wir als nächstes Kajal. Einmal in grün, in blau und in weiß. Könnte alles drei gut ausschauen. Weiß, das ist Linz. Das ist der Essence White Kajal Pinsel. Weiß nicht. Okay, weiß. Schaffst du das? Wasserlinie? Kriegst du das hin? Wasserlinie, ja. Kriegst du das hin? Was soll ich selber machen? Ach, du lieber. Okay, ich versuch's mal. Okay. Und wir haben das auch erledigt.
Dann kommt als nächstes Wimperntusche. Da haben wir einmal meine Benefit Roller Lash und einmal die von der Lynn. Das ist die Super Curl Volume Mascara. Und auch Haare von Lynn. Erstens. Also die von der Lynn. Staubsaugen jetzt nicht, oder? Meine Nachbarn. Achso. Und der saugt das Auto. Okay, als nächstes kommt Wimpern. Und da haben wir einmal mit, also zwei verschiedene. Einmal habe ich hier meine BH, die 302. Dann hier Melody Lashes. Das wären dann quasi die oberen, weil die unteren habe ich nicht zugeschnitten. Oder gar keine. Und jetzt schauen wir mal. Ohne. Okay, wir lassen Lashes, auch gut. Dann lassen wir das weg und dann kommen wir auch schon mal zu den Lippen. Und wir fangen an mit Lip Liner. Also ich habe hier vier verschiedene Farben. Hier. Mit Haaren von Lynn. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Pink. Den hier. Das ist der Essence Long Lasting Lip Pencil in der Farbe Dove, glaube ich. Oder? Was ist das für eine Farbe? Nee, 170 Plumplona. Meine Lippen sind übrigens unfassbar trocken momentan. Ich weiß nicht, woran es liegt. Jetzt haben wir erstmal eine Überkategorie. Entweder Liquid Lipsticks oder Lippenstift. Lippenstift. Und da haben wir vier verschiedene. Und zwar haben wir einmal so ein bäriges, dann haben wir ein Knallrot, ein Nudeton und Lila. Warum sind überall von dir Haare eigentlich? Okay. Ich weiß es nicht. Was wird's? Dunkel. Also es wird der hier. Das ist von BH Cosmetics, der Color Lock in der Farbe Rapture. Sehr gut. Okay, dann kommen wir jetzt zum vorletzten Schritt. Und zwar Highlighter. Okay, da haben wir vier verschiedene. Einer davon ist flüssig. Und jetzt schauen wir mal. Also ich habe hier noch von Reval de Loop, von Catrice und von Huda Beauty. Nicht reinkommen. Wir sind noch nicht so weit. Und, was wird's? Meine. Deine? Also das ist hier diese Anastasia Beverly Hills Abklatsch von Reval de Loop. Welche Farbe hättest du denn gern? Ich find's lustig. Nick kommt die ganze Zeit rein und schaut. Okay, und dann kommt auch schon der letzte Schritt und das ist Setting Spray. Habe ich einmal eins von Essence, einmal von NYX. Also mein Lieblings-Setting Spray, das ist das Matte Finish Setting Spray. So, weißt du, wie es geht? Einfach so etwas anzünden und so drauf. Ich glaube, ich habe. Du musst mein Gesicht treffen. So als wie Haarspray. Okay, sie ist fertig. Was bedeutet, dass ich mich anschauen darf? Was bedeutet, dass ich Angst habe? Okay, gib mal her. Ich hab Schiss. Ich hab richtig Schiss. Wow! It's amazing! Okay, das Augen-Make-up ist gar nicht so schlecht geworden, eigentlich. Okay, die Lippen schon. Aber sonst, die Base schaut gut aus. Was hast du gut hingekriegt? Da hast du ein bisschen als Schwächen. Ja, das war ich. Das ist meine Schuld gewesen. Aber das ist nichts, was man nicht reparieren kann. Ja, gut! wenn ihr mehrere solche Videos sehen wollt, wo vielleicht Ralf mich mal schminkt oder das Betty, lasst gerne darunter. Ja, ich finde, sie hat es gar nicht schlecht gemacht, oder? Also, dafür, dass sie noch nie jemanden so geschminkt hat mit Augen-Make-up und so. Oder wenn ihr mal wollt, dass ich sie schminke, dann was ich vielleicht auch noch mache, wer weiß. Dann, wie gesagt, lasst es auch nach oben da. Und ich glaube, ich muss mich jetzt abschminken, wenn wir mir nicht geholfen gehen. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder bei einem neuen Video. Bis dann!